Ich habe für euch heute einen Adventkranz vorbereitet auf einer Birkenunterlage, auf einer Birkenreisigunterlage. Mich fragen viele, wie man die Kerzen gleichmäßig und fest auf diesen Unterlagen befestigt. Das ist also echt eine Herausforderung. Und mit diesem Ring hat man wirklich eine Chance, einfach gleichmäßig die Kerzen auf solchen Kränzen zu befestigen. Von diesem Ring kann man diese Teller einfach abschrauben. Und jetzt drehen wir den Ring um. Gucken, dass das schön gleichmäßig auf dem Kranz verteilt ist. So, und jetzt friemeln wir den einmal so ein bisschen durch das Reisig durch. So, und wenn wir den jetzt schon halb drin haben, dann drehen wir den Kranz um. Dann sehen wir auch schon hier die Halterung durch den Kranz durchkommen. Und drücken den runter. Jetzt werden die Teller einfach wieder draufgeschraubt auf die Halterung. Und dann hat man die alle schön auf einer gleichen Ebene. Und das bekommt ihr wirklich eigentlich mit keiner anderen Methode so gleichmäßig und so schön hin wie mit diesen Ringen. Als erstes nehmen wir das Lappenmoos. Das ist so ein getrocknetes. Und davon kleine Stücke abreißen und in diese groben Lücken in die Mitte einfach reinlegen. Durch die Kugeln und durch den Schmuck, den wir gleich noch verarbeiten, wird das fixiert. Das müssen wir jetzt nicht extra festkleben. Als nächstes nehmen wir jetzt diese Asparagus-Girlande dazu. Das ist so ein Spargelkraut, künstliches, was so weihnachtlich angeschneit und angeglitzert ist. Das legen wir einmal um den ganzen Kranz. So, jetzt nehme ich das Filzband. Einen Tropfen Heißkleber. Und dann einfach locker zweimal, wer mehr möchte, dreimal um den Kranz legen. Und da braucht man circa 2 Meter, 2,50 Meter für. So, und am Ende nochmal einen Tropfen Heißkleber. Jetzt nehmen wir hier diese Batterielichterkette dazu. Das sind solche kleinen Christbaumkugeln mit Sternchen drauf. Die gibt es auch mit Tannenbäumchen drauf. Und die legen wir ähnlich um den Kranz herum, wie wir das mit dem Filzband gemacht haben. Jetzt nehmen wir die Kugeln dazu. Kleinen Augenblick festhalten, bis der Kleber angezogen ist. Jetzt habe ich überall Gruppen gemacht mit 2 Kugeln. Jetzt würde ich noch ein paar einzeln dazu setzen, damit das nicht so ganz wie auf einer Torte aussieht, sondern ein bisschen asymmetrisch ist. Jetzt nehme ich die Zapfen dazu und da habe ich hier diese Beschneiten ausgesucht, die nochmal einen schönen Kontrast zu dem Ganzen geben. Einfach länglich ein bisschen Heißkleber drauf. Schön finde ich das immer, wenn man die auch so ein bisschen stapelt, die Zapfen. Also nicht nur alles flach auf einer Ebene, sondern ruhig mal einen zweiten Zapfen quer drüber legen. Jetzt kommt die nächste Größe an Kugeln dazu. Da habe ich hier eine Mischung rausgesucht, wo dann nochmal etwas kräftigere Rosé-Töne mit drin sind. Also von Creme über Blassrosé bis zu so einem fast Erika-Farbton. Die setzen wir jetzt auch in die kleineren Lücken mit rein. Nehmen wir als nächstes dieses gräuliche, rosa-gräuliche Grün mit dazu. Die Blätter sind jetzt sehr groß, die kann man sich auch unterteilen. Die legen wir jetzt in kleinen Gruppen, kleben wir die mit in den Kranz rein. So, und jetzt kommen die Glitzersterne ins Spiel. Der Kranz ist wirklich schnell fertig und ein großer Vorteil ist noch, dass die Kerzen keinen direkten Kontakt zu dieser trockenen Unterlage haben. Das heißt, wenn ihr die abends mal vergesst auszumachen, dann ist die Gefahr, dass da was passiert, auch wirklich nicht so groß. So, wie gefällt euch mein Adventskranz? Schreibt es doch einfach in die Kommentare und ich würde sagen, jetzt ist Zeit zum Nacharbeiten.